Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Karte auf dem Marsch. Wir ernten aktuell Feld Nummer 14. Die anderen Felder sind noch nicht so weit. Die sind noch bei 83%. Das heißt, wir müssen ein bisschen warten. Wir wollen hier gleich düngen und gleich die Aussaat vornehmen mit Gras. In der Hoffnung, dass wir noch dieses Jahr im Herbst einmal noch Gras ernten können. Oder im Winter zur Not, wenn das geht. Ja, der zweite ist, wird garantiert mittendrin sein. Gut, das ist mal Pech. Ja, ansonsten schauen wir mal, ob wir was gemacht kriegen. Ne? Weizen haben wir jetzt die zweite Fuge, mehr oder weniger. Also 200.000 Liter für die Fläche hier. Nicht schlecht. Stroh verkaufen wir nicht. Weil da fehlt die Zeit für, das ist zu knapp. Also ich möchte noch versuchen, so schnell wie möglich Gras reinzubekommen und drei Düngerstufen reinkriegen. Also jetzt im Prinzip Dünger rauf, dann die Sämaschine mit Dünger und dann als drittes versuche ich dann mit Gärreste einmal drauf zu knallen. Ob das klappt mit Gärreste als dritte Stufe, werden wir sehen. Umgekehrt hat es geklappt auf der Wiese Nummer 12, die mittlerweile auch schon wieder gelb ist. Also da werden wir wahrscheinlich in der nachts mähen und dann sehen, dass wir das entweder auch schwatt oder wir werden das entsprechend auch oder wir werden das mit einem großen Schwatter auf einen Schlag dann machen. Dafür hat man einen großen das Mähtechnik, Junge, das Mähtechnik, das war anders. Weiter haben wir einen großen 14,8 Meter 14 Meter Krone 18 Meter, das war nicht schlecht, paar Dinge. Und das ist nun der kleine 6 Meter. Und der hat nur 2. Dann dies und den. Und nicht mal teuer. Spottpreis, billig. 18 Meter, das ist schon was. Ein Gerät und dann durchziehen alles mit. Braucht wenig Leistung mit 25 km/h. Dann haben wir relativ zügig. Erledige ich die Sache dann, ne? So. Als wenn die beiden sich absprechen, ne? Jetzt bin ich auch voll. Ja. Das ist jetzt Folge Nummer 6. Also, wenn ich mich richtig erinnere, wird es ein Samstag sein. Ich wünsche einen schönen Samstag. Die nächsten drei Folgen mache ich morgen. Mal sehen. Mittlerweile bin ich doch schon leicht müde. Ein bisschen noch zu Fernsehen schauen, ne? Und dann gehen wir ein bisschen näher ins Bett zur rechten Zeit. Morgen früh um 3:30 ist die Nacht zu Ende. Wir müssen mal schauen. Also bei der Vierfachkarte werden wir auf 6 Tage umstellen. Weil das Ernten dauert auch relativ lange. Und nur mit dem zweiten Drescher kommen wir jetzt gut voran. Sonst werden wir auch nicht weitergekommen. Da ich mal jetzt so fest. Wir müssen mit 2 arbeiten. Mit oder ohne Verband, das ist egal, aber mit 2 auf jeden Fall. Anders wäre gewesen, wenn wir beide Felder gemacht hätten. Also 2 und die 14, da wird es auch noch bringen. Geht.
So, und gleich den anderen mitfahren und dann schauen, dass wir oben die Sache anhalten. Schade, dass der Strom nicht als Dünger gilt, ne? Das wäre dann fast perfekt. Na gut, ist nicht. Leistung, OBS, 16% Grafikkarte, 7% Prozessor und 40% für Spiel und habe 50 fürs Grafikkarte. Spiel aktuell auf2K. 4K hat er gesponnen. Gerade besonders bei der Ernte ist es schon so. Schade, dass Feld 14 noch nicht fertig ist und nicht reif. Können wir nichts tun. Beziehungsweise können nur warten und die Fahrzeuge da parken. Ja, ist leider so, ne? Aber dann meldet Regen, dann machen wir den Deckel zu. Aber wir stellen mal hier gleich hier vorne hin. Der andere bei 40%. So, dann kommt Gerste. So. So. So, das sieht aus wie der Reifegrad. Nix reif. Was kostet die Gerste und Weizen? Verkaufen wir dann sowieso irgendwann mal. Nicht viel. Jetzt hält er an, das ist ja typisch. Fahren wir selber. Was wollte ich sagen? Verkaufen wir mir jetzt nicht, das wäre jetzt Blödsinn, ne? Also, wo der Preis gerade im Keller ist, laut Seasons, müsste der Preis für das hier so Weizen. Also aktuell. Wir haben jetzt Sommer, wir haben Herbst, den ersten Tag. Er wird am teuersten sein im Winter am ersten Tag, also bei 710. Also warten. Also November im Prinzip, ne? Oder Oktober, bei mir ist Oktober. Wenn der Winter beginnt, ist Oktober. Auf. Strom machen wir nicht. Machen wir gleich leer und dann runter vom Acker und gleich düngen. Mal schauen, ob wir fertig kriegen, ob wir mehr Spieler, wo das mal mitmachen können. Schon lange nicht mehr mitgemacht.
So, da haben wir es. Nicht leer. Aber na, der Lampe ist offen. Das heißt, wir fahren einmal den LKW runter und dann düngen wir gleich mal. Führt uns in die andere Richtung. Hopp, 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 hopp. Sogar mehr wie 200.000. Wir werden das nächste Mal hier mit Dings arbeiten, mit zwei Hänger abfahren. So. Abstellen. Aussteigen. Das andere Fahrzeug suchen. Da ist er. Der Dünger. Steuer. Na, nun ist egal. Hier müssen wir erst berechnen. Mit alten löschen. Die 200 reicht, Vorgewende. Einstellen. Und ich steige aus. Das sieht ganz gut aus. Seemodus, Kursgenerierung auf Feld Nummer 14, zwei Vorgewände. Das ist meine aktuelle Kursprävision 601 000 295. Wir lassen mal eine Runde vorfahren. Dessen werden wir mal den LKW entleeren und den gleich den Drescher entleeren. Weil. Oh, so weit. Ja. Aber die LKW kippeln alle komisch. Auch die Original. Das hat uns 17er so nicht gemacht. Weil die Grafik ist ja eindeutig besser, ne? Also Bäume und so, alles schärfer. Schöne Unkraut. Mist. Vielleicht mal noch weg, mal sehen. So, 200.000. Nicht reicht, ja. Wenn ich mal die Zeit aufschreibe. Ungefähr, man weiß, wie lange das dauert. Oh, die erste Runde schon geschafft. Fast. Fast.
So, sauen wir nicht ein. Im Wachstum 83%, einer wäre auch nicht groß. Dachte, ändert sich mal ein bisschen. Aber nix. Können wir löschen. Machen leer, Junge, machen leer. Der gleich zumachen. Jetzt kann man die Seemaschine an. Also noch drei Folgen, drei ist ungefähr eine Stunde. Nein, heute nicht. So, um die Freunde der Landschaft, das soll es heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr morgen wieder reinschaut. Dann seid mal Tschüss und Winke Winke. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.